Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LPT Poker MMO. Allerdings ist heute weniger ein MMO, sondern eigentlich mehr ein LPT, sondern eigentlich mehr so ein LT. Weil so gesehen bin ich ja alleine. So, gucken wir mal ins Team rein. Am 4. 14. 14. 14. 13. 14. 12. 14. 9. 14. 9. 14. 8. 14. 5. 14. Hoffen mal, dass das nicht so bleibt. So, und da ich heute... Ja, ich möchte nach Eidal. Das war jetzt vielleicht nicht gerade die beste Idee. Welches Level hat ein Milzer? 34, das gehorcht mir natürlich nicht. Targonia, 33. Ja, von den Pokémon, die ich habe, gehorcht mir kein einziges. Warum kann ich das nicht machen? Sehr schön. Geht's jetzt? Ja. Jetzt geht's. Schön. So. Ich habe ein Otaro. Dann sollte ich vielleicht noch ein oder zwei Pokémon mitnehmen, die ich brauchen könnte. Im Dungeon nehme ich Macholo mit. Und das da nehme ich auch mit. Ansonsten würde ich mal sagen, war es das. Ja. So. Ein Pyrigon, lol. Was ist mit dem Pokémon? Das Spezies auf Pokémon ist to shy. Was? Shy? To come out from Pokéball. Verstehe ich es richtig? Otaro ist zu scheu, um hinter mir herzulaufen oder was? Egal. So, wer wohnt hier? Professor, Labor von Professor Escher. Ja. Sharon, könntest du kurz zu Belle nach Hause gehen? Sie hat sich gewiss zu Hause bequem gemacht, so wie immer. Belle bringt echt nichts aus der Ruhe. Ja, so war Belle schon immer. Also ich habe irgendwie meine ganzen Waren dabei, also mein ganzes Zeugs. So, drücken wir mal C. Pokémon bis maximal Level 20 gehorchen mir. Das ist doch wunderbar. Also da gehorcht mir auch bei Macholo.
Hier. Nein, nein und nochmals nein. Aber ich habe doch schon ein Pokémon bekommen. Ich bin also schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Ah, hallo. Mach dir keine Sorgen. Es ist alles in bester Ordnung. Dann mache ich mich mal auf den Weg und ich warte vor dem Labor auf dich. Wobei, das ist Jabels Vater, oder? Der guckt ein bisschen komisch. Wie bitte? Meine kleine Tochter will mit ihrem Pokémon auf Reisen gehen? So jung und dann noch ganz allein? Ja, nee, allein ist sie ja nicht. Sie hat ja immer ihre Pokémon dabei. Außerdem sind wir alle nur 10 Jahre alt. Was vorher bei mir zu Hause passiert ist, bleibt unser Geheimnis, okay? Jetzt aber los, auf zu Professor Esche. Ah, hallo, ich habe schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte mich euch erneut vorstellen. Ich bin Professor Esche, wir kennen Sie doch schon. Ja, Sharon, mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit. Also, dann stelle ich mich zunächst noch einmal kurz vor. Ich bin Professor Esche. Meine Forschung befasst sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Schön. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen. Das ist ja großartig. Dann haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Nö. Mein Otto will nicht aus dem Ball raus. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens wollt ihr eure Pokémon einen Spitznamen geben. Ich hab darauf Ja gedrückt. Verstehe, es soll also keinen Spitznamen bekommen. So kann man es auch haben. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Goldrichtig, Sharon. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es euch noch einmal erklären. Nun, zum Pokédex. Er ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch bitten, die gesamte Einland-Region zu durchforsten und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. So, das wäre erstmal alles zum Pokédex. GK Let's Play, Sharon und Bell. Seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Ja! Ich meine natürlich, jawohl! Vielen Dank, Professor Esche. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Professor Esche, vielen Dank. Euch dreien, das war die Antwort, die ich hören wollte. Und wir haben einen Pokédex erhalten. Und ich begrüße einen Zuschauer auf Twitch. Hallo und willkommen beim Livestream von PokéMMO. Nun, zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir dazu zur Route 1. Wenn Professor Esche uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nichts verkehrt daran, sich auf der Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ja, ganz genau. Wir können den nach Belieben reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Naja, passt schon. GK Let's Play, warte auf mich! Da seid ihr ja! Und was hat Professor Esche gesagt? Sie hat euch also einen Pokédex zur Vervollständigung. Sie hat euch also gebeten, den Pokédex zu vervollständigen. Das ist ja großartig. Nun ja, also ehrlich gesagt habe ich das schon vorher gewusst. In diesem Sinne, nehmt bitte diese Karte mit. Danke sehr.
Ich werde sorgfältig damit umgehen. Hier, auch für dich, Bell. Vielen herzlichen Dank. Das Zimmer von GK Let's Play werde ich schon aufräumen. Macht euch keine Sorge. Okay. Pokémon sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie diese kleinen Kerlchen solch ein Chaos veranstalten konnten. Das sieht man ihnen wirklich nicht an. Wenn man mit solchen Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts zu befürchten. Keine Sorge, ich werde euren Eltern die besten Grüße von euch ausrichten. Ihr werdet nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der Einhornregion entdecken. Ja, gut. Also dann, gute Reise. Danke sehr. Ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begeben wir uns mal auf Route 1. Denn Professor Escher erwartet uns bereits. Augenblick, ich komme mit. Los, GK, wir sollten uns sputen. Ja, sollten wir vielleicht tun. So, hier sind wir. Mystic King ist online und ich begrüße einen zweiten Zuschauer. Hallo und willkommen zu meinem Livestream von Poké MMO. So, hier ist noch ein Ding. Stratos City. Hier ist normalerweise noch die Eingangpassage davor, aber die gibt es in diesem Spiel ja nicht. Die gibt es erst in Schwarz und Weiß 2. So, und hier auf der Marea-Zugbrücke und auf der Wunderbrücke gibt es Federn. GK Let's Play, hier entlang! Bell, ich möchte, dass wir die drei ersten Schritte unserer Reise gemeinsam tun. Also GK Let's Play, lass uns alle drei zugleich Route 1 betreten. Also los geht's. 1, 2 und los! Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, kann ich dir sagen. Ja, so geht es mir auch. Aber lasst uns gehen, Professor Escher wartet. Ist hier gerade Wind oder sowas? Tut mir leid, dass ich so lange auf uns warten muss, Professor Escher. So, jetzt werde ich euch einmal ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird es automatisch in euer Pokédex eingetragen. Klingt es euch danach, das Pokémon mit einem Pokéball zu fangen, wird sein Eintrag im Pokédex um einige zusätzliche Informationen und Details erweitert. So, nun werde ich euch zeigen, wie man ein Pokémon fängt. Habt ihr genau zugesehen? Ich erkläre es nochmal. Schritt für Schritt. Ah, oh Gott, ich glaube schon. Ja, Pokémon müssen geschwächt werden, ja, oder Statuseffekt und danach kann man halt das Pokémon fangen. Okay. Ja, komm jetzt. So, und mein erstes Pokémon in der Nee, so gesehen mein zweites Pokémon in einer Region ist ein Nagellotz. Nagellotz, geiler Name. Tackle-Attacke. Nagellotz wurde gefangen. Wobei Sherwin ist doch hier lang gerannt, oder? Ey, das ist so lästig. Ihr glaubt es gar nicht, wie lästig das ist.
Wobei eigentlich habe ich eher auf ein Ding gehofft. Auf ein Flug-Pokémon oder sowas. Gibt's ja nicht Starlily? Oder Schwalbini? So aus in die Richtung. Ein Yorkgleff, wie süß! Schade, dass ich heute alleine bin. Eigentlich spielt ja immer meine Freundin mit, aber die hat irgendwie gerade gar kein Pokémon. Aber ich habe es ja gestern schon versprochen, dass ich heute Pokémon spiele. Von dem her spiele ich heute Pokémon. Mit oder ohne meine Freundin. Naja, wer weiß, vielleicht kommen sie noch dazu. Oh, Scheiß. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen. Das hätte nicht passieren sollen dürfen. Ne? Wollte jetzt Sjorglef nicht unbedingt killen. Ne? Ja, das Vorgängervieh war Level 4. Natürlich muss ich jetzt das Level 2er nehmen. Ja, aber eigentlich habe ich wirklich auf einen Vogel gehofft. Also so Starlily oder sowas. Starlily lebt ja doch, oder? Gibt es ja Starlily? Oder gibt es hier einen anderen Vogel? Ne, ist mir ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, was es hier für Pokémon, was es hier für Vögel gibt. So, jetzt muss ich mal so schauen. Ah, Lilly. Moment. Richtig, das gibt's hier gar nicht. Das gibt's in Ding. Pokémon die vierten Generation kommt Starlily. Ja, keine Ahnung, was es hier für ein Vögelchen gibt. Aber eigentlich gibt es in jedem Spiel ein Vogelpokémon, oder? Wollen wir vergleichen, wer von uns mehr Pokémon bereits hat? Was? 5 Pokémon? Du bist ja unglaublich, da verschlägt mir klar die Sprache. Die auch. Wenn du im Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der bisher getroffenen und gefangenen Pokémon überprüfen. So, jetzt mache ich mich auf den Weg nach Kamina. Der Professor Esch wartet bestimmt schon. Der Visorcaster klingelt. Tag auch. Wie geht's? Wie steht's?
Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit eurem Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo Professor. Ich bin hier gerade vor dem Pokémon Center von Kamina. Kommt schnell, damit ich euch herumführen kann. In Ordnung, dann machen wir uns auf den Weg zum Pokémon Center. Sehr schön, dann bis gleich. Ihr habt sie gehört, Freunde, wir werden schon mal vorgehen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass da unten ein Item liegt, aber... Müsste hier nicht doch dieses komische Team irgendwas sein? Drüben liegt Pokébälle. Pokébälle. Folge mir bitte, ich zeige dir nur die wichtigsten Einrichtungen für Trainer. Ich führe dich jetzt etwas herum. Hey, ich komme mit. Das ist das Herzstück eines Pokémon-Centers. Hier werden eure Pokémon im Nu wieder aufgepäppelt. Und nun haltet euch fest, das alles kostet drei gar nichts. Das Pokémon Center ist der beste Verbündete eines Pokémon Trainers. Probier es am besten gleich mal einmal aus. Nur Mut. Ja, wir halten deine Pokémon. Ja. Okay. Dein Pokémon sind geheilt. Okay, dein Pokémon Team ist wieder topfit. Ich liebe dieses Lied. Darum höre ich es mir einfach ein bisschen an. So, weiter geht's. Dann erkläre ich euch mal als nächstes den PC im Pokémon Center. Dies ist der PC. Jeder Trainer kann ihn benutzen. Hier könnt ihr eure Pokémon ablegen oder zuvor abgelegte Pokémon wieder in euer Team aufnehmen. Übrigens, wenn ihr 6 Pokémon mit euch führt, wird jedes neu gefangene Pokémon automatisch im PC abgelegt. Da seid ihr buff, oder? Und wenn ihr meinen PC auswählt, bewerte ich nur euren Pokédex. Auf dem Bildschirm steht jemandes PC. Wessen PC ist damit gemeint? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Bell. Es handelt sich dabei um einen PC der Person, die das Pokémon-Lagerungssystem entwickelt hat. Ihr werdet ihr sicher auch irgendwann einmal begegnen. Also dann weiter geht's. Das hier ist der Pokémon-Supermarkt. Hier könnt ihr nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die ihr nicht mehr braucht. Dieser junge Herr wird euch stets mit einem Lächeln auf den Lippen bedienen. So, damit habe ich euch die notwendigen Grundlagen für Trainer erklärt. Also, ich gehe dann wieder zurück nach Avenitia. Ja. Ach, eins müsst ihr doch wissen. Wenn ihr in Orion City kommt, müsst ihr die Wissenschaftlerin Vivian treffen. Sie ist eine alte Freundin von mir, die euch sicher bei eurem Abenteuer helfen wird. Also dann, macht's gut. Ich hoffe, eure Reise wird ein Erfolg. Was soll ich nur kaufen? Am wichtigsten sind natürlich Tränke und Pokébälle. Viel mehr als das verkaufen sie auch gar nicht. Was geht denn dort auf dem Marktplatz tun? Vorsicht! Keine Ahnung, lass uns mal schleunigst unter die Lupe nehmen. Ey, GK Let's Play, komm schnell her!
Hört mich an! Muss ich mir gerade kratzen. Hört mich an! Mein Name lautet Jesus. G und Cis. Wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Wie bitte? Frohe Botschaft? Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht, Zeit an Zeit in den Pokémon, ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügenbilder, um der Wirklichkeit nicht ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissheiten denn niemals hinterfragt? Nie eine ernsthafte Prüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpert jene sogenannte Trainer, welche die Pokémon in entwürdige Knechtschaft halten. Sie wie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und quälen. Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erhebe er jetzt das Wort oder schweige. Also sowas, oh, ich weiß nicht. Drum hört, ihr guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher besteht kein Zweifel darüber, welches unsere Pflicht als Menschen gegenüber der Pokémon ist, nicht wahr? Das habt ihr richtig anerkannt. Pflicht. Ja, soll. Schmachvolle Joch zu befreien. Denn nur dann können sie sich an jene köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, die ihnen von Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Mann, diese Rede eben, was sollen wir denn jetzt am besten tun? Junger Mann, Befreiung der Pokémon, was für ein Unsinn. Also ich glaube auch, dass es meinen Pokémon gut geht, also von dem her. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Meine Güte, sprichst du schnell. Dann wird er ganz schwindelig. Aber war das eben dein Ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Was redest du da für ein wirres Zeug? Doch, sie sprechen zu mir. Aber wie ich sehe, gehört ihr zu denen, die ihre Stimme nicht hören könnt. Tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens N. Ich bin Sherman. Das hier ist JK Let's Play. JK Let's Play. Und ich begrüße zwei neue Zuschauer auf Twitch. Hallo und willkommen. Hallo Jinzu, alles da? Wir sind hier unterwegs, da wir der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist, der Champ zu werden. Den Pokédex, sagst du? Dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon mit euren Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer, wie ihr, aber mir kommen stets ernste Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit allem verstanden sind. Und du warst doch gleich, ach ja, JK Let's Play, stimmt's? Lass mich mal hören, was dein Team so alles zu sagen hat. Jetzt muss ich gegen den Kerl kämpfen, oder was? Nein, so. Sag mal, Majinzo, mal eine ganz kleine Frage. Gibt es in Schwarz und Weiß eigentlich in den ersten Routen ein Vogel-Pokémon? Weil eigentlich fange ich immer gerne als erstes ein Vogel-Pokémon. Sag mal so, du kennst dich ja in Einal aus, oder? Ich meine, du warst ja schon in Einal. Wie jetzt? Ein Zorua? Will der mich flachsen oder was?
Solange jedoch die Pokémon in winzigen Pokébällen eingepfercht werden, ist ihr Dasein doch nur unvollständig. Zum Wohl meiner Freunde der Pokémon muss ich unsere Welt von Grund auf verändern. Was für ein Trottel. Was für ein seltsamer Kerl. Aber gib einfach nichts drauf. 300 Pokémon helfen sich stets gegenseitig, also werde ich schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arena-Leiter von Orion City antreten. Du sollst auch versuchen, die einzelnen Arena-Leiter herauszufordern. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arena-Leitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, okay, ja klar. Ich finde, das Heilen dauert irgendwie so lange. Ey, es ist so scheiße. Keine Turbodrehter, kein Fahrrad, ey, ohne Scheiß. Keine Anzeige. Schade. Ah, meine Mutter. Wie geht's denn so, mein Schatz? Hast du schon dein Pokémon-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Ich rufe nur an, weil ich wieder mal deine Stimme hören wollte. In Ordnung, ich lege aber wieder auf. Will die Frau mich verarschen? Endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja schon weit gekommen. Professor Esche sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe übrigens auch ein Geschenk für dich. Probier es gleich mal an. Turbodrehter. Jawohl, Turbodrehter. Wenn du die Turbodrehter anschlüpfst, ja, passt schon, ich kenne die Turbodrehter. Ja, danke. Und ich begrüße einen neuen Zuschauer auf Twitch. Hallo und willkommen beim Livestream von PokerMMO. Ich frage mich echt, ob es hier jetzt irgendwelche Vögel-Pokémon gibt, also Flug-Pokémon. Weil eigentlich gezählt ein Vogel-Pokémon eigentlich das erste Pokémon, die ich fange. Und das aus gutem Grund. Und ich begrüße noch einen zweiten Zuschauer auf Twitch. Hallo und willkommen bei meinem Livestream von PokerMMO. Ich denke mal, ich werde doch früh genug Ich denke mal, dass ich da früh genug noch ein Vogel-Pokémon fangen kann. Und das haben wir jetzt hier unseren ersten Trainerkampf. Natürlich hat er auch noch Nagelotz.
Ja, irgendwie alle nur so ein Labe-Pokémon am Anfang. So, da haben wir gleich den nächsten Trainerkampf vor uns. Und sie heißen Felilu. Ich denke mal, meiner Freundin würde Felilu gefallen. Gut, dass es nicht gehört hat. So, Otteroa lernt Nassmacher. Ich finde die Attacke Nassmacher ist irgendwie total sinnfrei. Nassmacher schwächt die Kraft von Feuer-Pokémon. Aber eigentlich ist ja so, dass das Feuer-Pokémon so oder so schon schwach sind. Oder? Die Stärke des Feuers wurde geschwächt, eben. Aber so gesehen ist ja eigentlich auch schon so, dass das Feuer-Pokémon so oder so schon schwächer sind. Gegen Wasser-Pokémon. Aber da nur Wasser-Pokémon diese Attacke erlernen, ist ja eigentlich scheiße, so wie ich sehe, ne? Nein! Ich werde hier überfallen von einem Pokémon nach dem anderen. Das gibt's doch nicht. Ja, wenigstens sind meine Pokémon dann relativ stark, wenn ich dann bei der Arena ankomme. Allerdings habe ich dann natürlich noch zwei Pokémon dabei, die aus der anderen Welt, ne? Zum Beispiel das Pokémon, was mir momentan hinterher rennt. Also Macholo. Einmal Drang gefunden. Sehr schön. Einmal Pokéball gefunden, auch sehr schön. Apropos Trank. Also ich denke mal, bevor ich in Oreo City ankomme, wird mein Otaro wahrscheinlich schon sich entwickelt haben. Aber ich frage mich immer noch, wieso mir Otaro nicht hinterherlaufen will. Ich glaube, ich probiere es mal mit Yorklef oder Nagelotz. Weil so gesehen rennen hier sehr wenige Spieler. Okay. Wahrscheinlich geht das mit den Pokémon nicht. Hm? Bell! Na los, lass uns kämpfen. Meine kürzlich gefangene Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an.
Bell, ohne Scheiß. Wenn ich mein Macholo ziehe oder mein Smetbo, dann verlierst du. Los, Atoro, Aqua Clara Attacke. So, ich mache da mal gleich mal kurz eine kleine Pause. Ach ja, schön, dass er hat einen Floink. Da könnte ich jetzt Nassmach einsetzen. Das wäre aber total. Das wäre aber total sinnfrei. Ja, Bell, du wirst mich nicht gleich besiegen. Bell, die Stadt ist da oben. So, aber wie gesagt, ich mache mal kurz eine kleine Pause und bin dann gleich wieder für euch da. Bis gleich, Leute. Wobei, ich mache gerade kurz diesen Kampf hier fertig, ne? Das wäre vielleicht doch besser. Also, wie gesagt, bis gleich, Leute.
Thank you.
So. Die Pause ist schon vorbei. Und wir sind wieder da. So, jetzt geht es halt doch darum, dass mit Otto ein bisschen trainiert werden muss, ne? Unbedingt. Auf welchem Level entwickelt sich Ding eigentlich? Otaro? So. So ein Idiot. Scheiße. Jetzt habe ich einen Nagellotz gefangen, beziehungsweise ein zweites Nagellotz, das viel stärker ist als das erste. Die Trainerschule. Aber jetzt kann ich ja wenigstens ein Nagellotz halt freilassen, ne? Und zwar das Stärkere. Das Schwächere, meine ich. So. Ha ha.
finde irgendwie die Story von Ding relativ kompliziert. Wobei ich glaube, ich fange mir jetzt auch noch dieses Yogglef Level 7. Dieses Yogglef. Weil, ich sag mal so, das Yogglef, was ich habe, ist ja doch relativ schwach. Ne? Ich meine, das ist hier so Level 2. Mit dem kann ich nicht mehr trainieren, weil es zu schwach ist zum Trainieren. Wobei ich glaube aber gerade, dass ich die Welt hier ein bisschen verwechsle. Also das ist mein Verdacht. Will ich der Kerl nicht durchlassen, ey, das ist so ätzend. Einmal Pokéball gefunden, sehr schön. Aber Frage, was soll das hier sein? Ich meine, dieser Busch hier wird ein Pikachu sein, so wie der Busch da hinten, also der hier, ne? Ich meine, dieser Schwanz und diese Öhrchen, das ist ja eigentlich total verdächtig. Aber was ist komische Küken da sein soll? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich finde es auch hässlich, dass ich dieser alte Sack hier nicht durchlässt, ne? Raumbrache. Ja, doch, ich glaube, die Raumbrache kommt mir bekannt vor. Wäre schon der erste Redeleiter hier. In Pokémon Schwarz. Richtig. Der Triorden. Und ich muss dann gegen Benny kämpfen. Ich würde ja so gerne wie Ash gegen alle drei kämpfen, ne? Von dem Ash schon. Hallo? Hat sie mein Spiel jetzt aufgehangen? Oder war es mein Controller, das stimmt.
Das war scheinbar mein Controller. Aber so viel wie ich weiß, kriege ich da doch ein Pokémon, oder? Wenn ich nicht alles täuschen müsste, das ist ein Megimax sein, oder? Die Entwicklung von Megimax, ja doch. Das Gegenstück von Otterer. Also jetzt nicht das direkte Gegenstück, sondern halt ein der gegensätzliche Typ. Was war das? So viel ich weiß, denke ich mir irgendeiner ein Pokémon. Nur wer? Ich glaube, der hier ist, oder? Checken mal die Häuser ab. Scheiße, der Kreis muss weggehen. Das ist ja total nutzlos, dieser Weg nach hinten. Ein X-Tempo gefunden. Aber so viel ich weiß, kriege ich hier wirklich ein Pokémon geschenkt. Ja, danke. Ey, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir einer ein Pokémon schenken wollte. Hallo.
Okay. Also so wie es scheint, kriege ich kein Vegimak. Ich kriege einen Grillmack von einer Frau östlich von Orion City, wenn man Otaro gewählt hat. Östlich von Orion City, das heißt, sie müsste dann scheinbar quasi in der Traumbrache sein, oder? Das ist ja östlich von, oder? Ja. Danke. Ich glaube, dass mit den Spitznamen das funktioniert nicht so ganz, oder? Ich glaube, hier kommt man viel, viel weiter, wenn man den Zerschneider hat. Weil ansonsten klappt es nicht. Ich finde es halt schade, was bei der Pokémon schon Dinge sind. Hier gibt's keinen Kampfhahnder. Das heißt, mein Kampfhahnder, den ich da oben habe, der ist so gesehen quasi nutzlos. Für mich, auf jeden Fall. Weil ich ihn ja nicht gebrauchen kann, also beziehungsweise weil es ihn hier nicht gibt. Den gibt es nur in Diamant, Perl, Platin, Feuerrot, Blumen. Wachsen finde, sage ich eigentlich. Aber im Laufe des Jahres soll ja noch Diamant und Perl kommen. Von dem her gibt es dann zwei Karten, auf denen man den Kampffahnder nutzen kann. Und 2021 soll ja noch Johto kommen. Darauf bin ich gespannt, wenn es wirklich kommen sollte. Ich habe das ja nur mal zwischenzeitlich irgendwo aufgefangen im Chat. Aber wenn mich nicht alles täuscht, war der, wo das gesagt hat, der Moderator. Von dem her ist durchaus wahrscheinlich. Von dem her ist durchaus wahrscheinlich, dass es noch kommt. Ein Felilu! Ein Katzen-Pokémon! Felilu und Katzen-Pokémon. Pokémon, los!
Dum, 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 dö, 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 dö. Wobei ich habe klar, ich habe mal eine Idee. Man kann doch Feuersteine und so Zeugs kaufen, oder? Allerdings nur in Ding. In Kanto. Von dem her würde ich sagen, ich fahre da jetzt kurz hin, hol mir einen Feuerstein, fahre wieder zurück und entwickle dann meine Gilmack zu Vegeta. Keine Ahnung, was es wird. Auf jeden Fall könnte ich es entwickeln. Das würde mir unter Umständen helfen. Aber dafür brauche ich halt einen Feuerstein. Normalerweise hätte ich die Möglichkeit mit dem Feuerstein nicht. Aber wir haben sie schon. Ich glaube, hier wohne ich, oder? Ja, genau. Hier ist immer irgendwie so viel los, ich weiß nicht gar nicht warum. Nein! So ein Dreckstaub sie schon wieder! Ja, Toro, Taubsi ist ein anderes Kaliber, ne? Taubsi ist Level 12, ne? Los, Macholo, mach Taubsi fertig. Für solche Pokémon wie Taubsi ist Otoro wahrscheinlich noch ein bisschen zu schwach, ne? Für Macholos ist aber kein Problem, ist klar, ne? Ich habe jetzt leider kein Vogel-Pokémon dabei, sonst würde ich fliegen, ne? Aber wie gesagt, ich habe ja auch keins momentan. Und es ist ja auch nicht so, dass bloß mal der City jetzt weit weg ist. Und ich habe ja auch zum Glück mein Fahrrad, ne? Von dem her passt die Sache, ja. Kriege ich das hier? Na lol, ich kann ja ein Münzabonnent kaufen, ich glaube, merkt's. Moment, nein, ich kann hier kein Münzabonnent kaufen, ich kann hier mein Münzabonnent verkaufen. Jetzt dachte ich schon gerade, Münzabonnent kaufen, das wäre hart. Ach ja, der Wetter, danke, mein Bruder, danke. Da hocken sie und zocken alle, ne? Ah, alt. Danke, was verkaufst du?
Klamotten auf jeden Fall, ne? So. Ich habe jetzt das, was ich wollte. Von dem her fahren wir jetzt zurück. Zurück nach Einhall. Und ich begrüße einen Zuschauer auf Twitch. Hallo und willkommen beim Livestream von Pocke MMO. Hallo, Grillmark entwickelt sich. Und es wurde zu Grill Cheetah. Grillmark wurde zu Grill Cheetah. Von diesem Pokémon gibt es ja drei Sorten. Es gibt Vegimak, Grillmark und wie heißt das letzte? Wie heißt denn die Wasserform davon? Sodamak. Also Vegimak, Sodamak, Grillmark. Feuer, Wasser, Pflanze. Und die Entwicklung heißt dann Soda Cheetah, Grill Cheetah oder Veggie Cheetah. Alle entwickeln sich natürlich mit einem Stein. Mit einem Evolutionsstein. Feuerstein, Wasserstein oder Blattstein. Apropos, ich habe mir gestern Anno 1503 gekauft. Und ich bereue es jetzt schon wieder. Ich habe Anno 1503 angespielt und ich muss sagen, meine Erinnerung ist noch genauso wie das letzte Mal. Es ist einfach ein Scheißspiel. Wann entwickelt sich jetzt eigentlich Otaro? Ich meine, es gibt's doch nicht. Ach, Otaro entwickelt sich Level 15, Level 17. Hey, ich habe einen Schutz gefunden. Schön.
Dum, 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 dum. Allerdings muss ich heute muss ich euch sagen, dass ich heute nicht so lange streame, nur bis maximal 22.30 Uhr. Maximal. Weil es ist auch Sonntag, morgen ist schon wieder Wochentag, da braucht man nicht so lange zu streamen, weil viele Leute heute ja sowieso wieder früher schlafen gehen. Wobei eigentlich total bescheuert, ne? Wenn ich mal so ins Fernsehprogramm reinschaue, läuft eigentlich heute Abend ab 22 Uhr eigentlich relativ viel auf verschiedenen Sendern, laufen da dann Quiz-Sendungen. Wieso zum Teufel läuft das erst ab 22 Uhr? Sind die Einschaltquoten davon so schlecht, dass man es erst die Uhrzeit bringen muss? Bringt oder wie? Weil so viel ich weiß, also eigentlich finde ich diese Quiz-Sendungen eigentlich relativ schön. Allerdings, ich schaue die Quiz-Sendung sowieso nicht, weil ich schaue kein Fernsehen. Also kein Fernsehen. Beziehungsweise nur relativ selten schaue ich mal ein Fernsehprogramm. Ich schaue lieber so auf Twitch und auf YouTube und auf Amazon Prime und auf Netflix. Also eigentlich schaue ich am häufigsten Netflix. An zweiter Stelle schaue ich YouTube. Also Let's Plays. Von meinen Lieblings-YouTubern. Pizmeat, The Jokewaft und Loser. Die Losers und Pizmeat und The Jokewaft sollten eigentlich die meisten von euch kennen. Wir sind ja auch alle eigentlich relativ berühmt, würde ich jetzt mal behaupten. Von dem her werden sie die meisten von euch kennen. Und da schalte ich halt dann relativ häufig schaue ich mir da Let's Plays an. Auch wenn die Let's Plays vielleicht nicht aktuell sind, schaue ich da trotzdem gerne mal rein. Ansonsten schaue ich dann halt noch ein bisschen auf Twitch, ne? So donnerstags zum Beispiel streamt jemand, den ich sehr gerne schaue. Oder auch mal am Nachmittag so ein paar Streams. Die Zuschauer, die ich da allerdings, die Streamer, die ich da allerdings schaue, die sind ja weniger bekannt. Und ansonsten schaue ich dann halt noch Amazon Prime, ne? Allerdings schaue ich da dann meistens Serien. Und was? Nö. Glaube ich, hätte doch das andere Bild nehmen sollen. So, Otto Roland Kaltklinge. Ja, da kannst du doch gleich eine Attacke vergessen. Das war eine Nassmacher. 1, 2 und schwupp. Otto hat Nassmacher vergessen und Otto Roland Kaltklinge. Und Otto entwickelt sich auch gleich noch. Und dann Otto wurde zu einem Zwotronin.
Keine Ahnung, wie man es ausspricht. So, falsch. Falsch. Okay, das geht aber noch nicht. So. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich die Attacken hier sortiere. So, jetzt gehen wir alle in die Trainerschule. Ich dachte, hier ist der Arenaleiter. Und so viel wie ich weiß, muss ich danke. So ein Hyperheiler, den kann man immer mal brauchen. Also ich bin davon ausgegangen, dass der Arenaleiter jetzt da in der Schule ist. Ach, davon bin ich jetzt ausgegangen. Aber scheinbar ist der Arenaleiter doch nicht in der Schule. Allerdings ist der Charre da vorne. Der wird wahrscheinlich kämpfen, ne? Ja, ja, komm her. Ja, Charre, dich mache ich auch platt. So, also ein erstes Pokémon erscheint. Felilu. Ein Felilu Level 8. Bin mir irgendwie nicht so sicher, dass ich meine Pokémon vielleicht nicht doch zu hart trainiert habe. LOL! Schau nach. So. Da ist der Arenaleiter. Das ist Scher. Erstmal Pokémon heilen.
Lol, da ist jemand mit Brutalanda rumgerannt, hat er gesehen. Moment mal, Brutalanda? Brutalanda? Kannst du zurückschreiben? Ja, es sei aber nicht so böse. So, wie? Also, ich arbeite hier als Arenaleiter, aber wer bist du denn du? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch mal, welches Starter-Pokémon es ist. Na, welches wohl? Otaro, verstehe. Da tut sich gegen Pokémon des Typs Gras schwer. Du sollst dir also ein passendes Gegenstrategie überlegen. Also, ich erwarte dich drinnen. Hallo! Ich helfe allen Trainern weiter, ja, bla 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 bla. Danke für das Tafelwasser, finde ich schön, nett von dir. Natürlich muss ich jetzt auch noch ein bisschen trainieren. Aber ich denke mal, dass ich nach der Arena Schluss mache. So, ich setze mal kurz mein anderes Pokémon vor. So. Wie bescheuert. So, mal schauen, ob mein Grillcheetah, sauber, Dometer, ey. Einäschern, die Attacke einäschern. Ich wusste nicht mal, dass es die Attacke einäschern überhaupt gibt. Apropos, ich könnte mal schauen, ob ich vielleicht noch andere Attacken habe. Also so TM oder sowas. Jetzt könnte ich mal schauen, ob... So. Powerpunch, Schock, Seed, Regenhand, Sonntag, Gigasauger, Doppel, Team oder Stahlflügel. Nein. Dum, dum, dum. So, jetzt zeigen wir meine Pokémon. Dann kämpfen wir gegen Benny. Benny kennen wir ja alle aus der Serie. Ich muss allerdings gegen Benny kämpfen. Ich würde gerne gegen alle drei kämpfen. Bin ich ganz offen. So wie Ash es getan hat. Aber in den Spielen, aber in den Gameboy-Spielen bzw. DS-Spielen ist es so, dass man immer nur gegen einen kämpfen darf. Ich bin der feurige Mike, der mit seinen Feuer-Pokémon einheizt. Wasser ist mein Element. Colin, der Name. Sehr erfreut. Und ich bin Benny. Mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dritt soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typ, wer von uns dreien antritt.
Ja, so ist das. Und sein erstes Pokémon war offensichtlich vom Typ Water. Vom Typ Water. Damit stelle ich Benny als sein Gegner fest, als auf die Pflanze fertig los. Ja, gut, okay. Also dann, du musst mir jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Aber ich verspreche dir einen denkwürdigen Kampf. Ja, gut, dann machen wir das. Und dann war es eigentlich schon für heute. Los, Grillcheater, eine Eschern-Attacke! Los, nochmal, eine Eschern-Attacke! Ups. Sorry. Los, einer schon. Lol. Nein, echt jetzt. Wie erbärmlich. War es etwa schon, ja. Ich bin echt sprachlos, du bist ja echt total stark. Mike und Colin hätten gegen dich auch kein Land gesehen. Und wir bekommen den Driorden. LOL. Der Charles Let's Play erhält von, GK Let's Play erhält von Benny den Driorden. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 24 deine Befehle. Und das ist ebenfalls für dich. TM83, Krafttroop. In diesem TM befindet sich Krafttroop. Setz Krafttroop ein, werden dein Angriff und Spezialangriff stärker. Technische Maschinen kann übrigens auch auf was... So beliebig oft wie möglich irgendwie Ding einsetzen. Die eine hat einen Dratini hinter sich, oder was? Ein Dragonier? Oh, welches? Tada, ich bin Vivien. Professor Escher hat mich gebeten, dir und deinen Freunden etwas zu geben. Du folgst mir am besten. Ihr wollt also Pokémon in einer Region treffen, nicht wahr? Und Treppe hier, bitte hier lang. Mein Zimmer ist hier oben. Bitte komm doch mit drauf. Lol. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Mein Name ist Vivien. Wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Esse bin ich schon seit unserer Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich dann auch gleich mal. Hier ist das, das sollte sich als nützlich erweisen, eine versteckte Maschine. VM01, Zerschneider. Ja, danke. Ah, ja. Also soll ich jetzt ein Somni anfangen, oder was? So, ich, ja, kann ich nichts machen. So, gut, ich begrüße übrigens einen zweiten Zuschauer auf Twitch. Hallo und willkommen.
Oh, TK Let's Play, suchst du auch nach einem mysteriösen Pokémon? Ich frage mich immer noch, wo es möglich sein soll, jemanden Träume zu zeigen. Hast du das auch gerade gehört, diese Geräusche hinter der Wand gehört? Lass uns nachsehen gehen. Ja, wir gehen da schon. Da ist so ein Viech. Da haben wir einen Somnian. Los, stoß schnell deinen Traumdunst an. Moment mal, wer ist der Typ? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, um die arme Pokémon von dem Joch der törichten Menschen zu befreien. Wir sind Team Plasma. Team Plasma. Wir sind hier. Was wir hier machen? Das Pokémon Somnivora stoßen den sogenannten Traumdunst aus, der allerlei Träume beschert. Mit diesem Traumdunst werden wir endlich den Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle ihre Pokémon freilassen. Hey, wird's bald mit dem Traumdunst? Tretet ihr das Pokémon einfach, damit es den Traumdunst aussondert? Wie grausam, wieso tut ihr sowas? Ihr seid doch auch Trainer. So ist es, wir sind auch Pokémon-Trainer. Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wir befreien, und wie befreien wir die Pokémon? Indem wir Kämpfe gewinnen und die Trainer damit ihre Pokémon wegnehmen. Genauso werden wir eure Pokémon die Freiheit schenken. Ja, genau. Und ich begrüße zwei neue Zuschauer. Jetzt sind es insgesamt 4 Zuschauer auf Twitch. Schön. Hallo und willkommen. Allerdings ist es jetzt schon ein bisschen spät, ne? Eigentlich wollte ich jetzt schon in wenigen Minuten aufhören. Eigentlich wollte ich gerade nur kurz diese Team Blasper Story hier kurz machen. Weil um 22 Uhr schon fertig. So. Wird bald stößt wohl echt den Traumdunst aus. Hör schon auf! Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Wir vom Team Plasma haben es zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus dem endwürdigen Knechtschaft zu befreien, die ihnen einst das törichte Menschengeschlecht aus niedrigen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn ihr diesen ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet, das ist nicht der Jesus, der seinen Anhänger um sich schart oder mit beschönigten Reden die Leute zum Betrügen versucht. Nein, das ist der Jesus, der erbarmungslos straft, wenn man versagt hat. Wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. LOL!
Was war denn das gerade? Dieser Jesus ist ja mal dort und dann eben nicht echt, oder war das vielleicht nur ein Traum? Und dieses Pokémon war... Ich konnte einfach nicht mehr lange warten, ich musste herkommen. Huch, eins um die Vora. Was ist hier passiert? Oh, wie viel? Also da war zuerst das Somnian, aber dann kam die Plasma und dann kam plötzlich dieses Omnivora und das wohl ein Traum gezeigt und die Plasma hat dann, verstehe. Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somnian, weißt du? Und als es merkte, dass Somnian in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeit eingesetzt, wo ein Traum war erscheinen lassen lassen. Ein Traum, das Somnian rettete. Oh, einen Moment mal. Ist das etwa der Traumdunst? Damit kann ich meine Forschung vollenden. Komm doch nachher bei mir daheim vorbei. Puh, das war vielleicht ein Tumult. Warum schaust du nicht bei mir viel vorbei? Ich werde derweil die Pokémon von eben suchen. Ja, gut, mach das. Du suchst die Pokémon von eben und ich suche die auch. Allerdings, so. So, jetzt muss ich da hinten rum und nochmal hinten rum, dann kann ich hier hoch, dann kann ich da hinten den Pokéball holen, also dort hier oben, ein Trank. Allerdings, wenn man hier nach hinten kommt, weiß ich nicht. Erstmal so, da steht halt dieses Ding im Weg, dieses komische Glas. Fast. So. Ich denke mal nicht, dass es so leicht ist, uns um die Vora zu fangen. Thank you.
So, jetzt gehen wir noch kurz zu zum Professor. Also zu Professor Vivian. Heißt die Professor Vivian? Keine Ahnung, wie sie heißt. Wir gehen halt zu Vivian. Tada! Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traumdunstes. Damit können wir jetzt Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze. Zum Dank habe ich es so eingerichtet, dass du es ab jetzt das Siegel verwenden kannst. Mithilfe des Siegel kannst du per Infrarotverbindung drahtlose Datenübertragung und so weiter kommunizieren. Blablabla. Ich kenne ja halt das Siegel. Ja, wobei, ja, klar. Ah ja, gut. Wobei ich glaube nicht, dass das mit dem Siegel ja funktioniert, oder? Oh, ein Trainer, vielen Dank, dass du meiner Schwester geholfen hast. Hier, ein kleines Dankeschön, nur keine falsche Bescheidenheit. Was ist das? Adressbuch. Ah, cool. Ja, gut. Nintendo Wi-Fi Club, das sind Sachen, die es so gesehen in Poké-MO gar nicht geben dürfte. Okay. Das war's dann wohl für heute. Und ich denke mal, im nächsten Livestream werden wir dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr machen in Poké-MMO. Jetzt gehen wir erstmal kurz unsere Pokémon heilen. Und dann würde ich sagen, war's das schon für heute. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann auch beim nächsten Mal wieder dabei bei Poké-MMO. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ah! Komm schon, Smitbo. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Leute.